wieder in meinem Bastelkeller im Münsterland. Heute baue ich für unsere Terrassenmöbel, da haben wir so Fußhocker zu, ein passendes Tablett, das dann nicht runterrutschen kann, so aus provisorischen kleinen Kaffeetisch. Und das werde ich aus Palettenholz machen und das erste Mal mit Lichtbergfiguren. Dazu später Näheres. Zuerst werde ich die Bretter mal hobeln und anschließend zu einer Grundplatte für das Tablett zusammen. So, ich baue die jetzt eben zur Ablichtung um und dann geht's weiter. Ich muss ein endgültiges Maß haben, nachher von 68 x 46. Und das werde ich mir jetzt erstmal mit ein bisschen Übermaß nach jeder Richtung um 5 cm zusammenleimen. Das ist, glaube ich, ein Lärchenbrett, das passt nicht so. Um die Lichtenberg-Symbole, die ich da drauf machen wollte, zu erzeugen, braucht ihr eine Hochspannungsquelle. Wie man die macht, erkläre ich euch im nächsten Video. Ich mache auch erst schon mal ein bisschen neugierig auf diese Symbole. Und ich verlinke euch auch Kanäle, wo ich die gesehen habe und wo es auch erklärt wird. Wie gesagt, eine Hochspannungsquelle. Und Wasser mit Natron versetzt, mit Backnatron. Man kann die nicht ganz groß beeinflussen, aber ich würde versuchen, dass ich die sternförmig von der Mitte her erzeugen kann. Deswegen markiere ich mir jetzt erstmal die Mitte. Hier Wasser mit Backnatron vermischt und mache jetzt erstmal in die Richtung, wo es jetzt gehen soll, von der Mitte her. So stehe ich das hier gut an. Den einen Pol hier einmal ein Stückchen Ureisen. Dann hier habe ich nochmal das Blei. Hier nehme ich die Folie an die Schrauben an.
Vorsicht, jetzt kommen da 2000 Volt zum Zuge. Das ist auf jeden Fall nicht ungefährlich. Deswegen auf keinen Fall. So, man sieht schon, was passiert das. Immer erst den Stecker ziehen und wenn ihr den Stecker im Auge habt, dass er aus der Steckdose ist, dann kann man da wieder dran gehen. So, das sieht ja schon ganz gut aus. Aber äußerste Vorsicht, da sind 2000 Volt am Werk und wenn es auch noch so in den Fingern juckt, weil ihr zum Beispiel etwas nachpinseln wollt oder die Elektrode verlegen, auf gar keinen Fall anfassen. Immer erst den Stecker ziehen und wenn ihr den Stecker im Auge habt, dass er aus der Steckdose ist, dann kann man da wieder dran gehen. Aber auf keinen Fall irgendwo anfassen hier. Das Ganze im Keller zu machen war auch nicht unbedingt die tolle Idee, denn es hat nachher fürchterlich nach Rauch gestunken. Gott sei Dank ist meine Absauganlage in der Garage und wenn ich die einschalte, wird schon eine Menge Luft herausgesaugt und der Gestank wandert in die Garage ab. Besser draußen machen. Das war natürlich jetzt ziemlich schnell dargestellt. Das Ganze hat so 15, maximal 20 Minuten gedauert. Und ich finde, das sieht schon ganz gut aus. So, alles schön wieder wegräumen. Und jetzt nochmal mit einer Drahtbürste das Ganze ausgebürstet. Ich hatte zufällig eine Messingbürste da, die ist nicht ganz so hart. Aber ich denke, eine normale Drahtbürste sollte auch gehen. Das bleibt jetzt erstmal bis morgen so liegen, damit die Oberfläche wieder abgetrocknet ist und dann kann man das schleifen und da sich das ja hier reingefressen hat, ist dann erstmal richtig die Struktur zu erkennen. An dieser Stelle hier
wo es vorhin auch nach hinten weggebrannt war und sich dann hier fortgesetzt hat, da ist eine Leimfuge. Meine Vermutung ist, dass der Leim da noch nicht so trocken war oder jedenfalls besser leitet in dem feuchten Zustand wie das Holz. Und deswegen ist das hier entlang gelaufen und hat sich dann hier an der Stirnseite verteilt und dann wieder hier runter. Lass ich liegen bis morgen früh oder ja, wahrscheinlich morgen. Und dann sehen wir weiter. Die Oberfläche ist ja so durchgetrocknet wieder. Ich werde es jetzt erst nochmal mit 100er Schleifpapier überschleifen und dann etwas feiner. Und dann gucken wir mal, wie es dann aussieht. Das war jetzt eben 120er Schleifpapier auf dem Bandschlagbrett, jetzt habe ich 180er. Na komm. Nachdem ich den Bandschleifer fürs Grobe genommen hatte, habe ich jetzt den Schwingschleifer genommen mit 180er Schleifpapier und ich denke, danach muss es auch gut sein. So, da diese Lichtenberg-Figuren ja eingebrannt sind, das heißt tiefer liegen, und das als Tablett dienen soll, mache ich da erstmal eine dünne Schicht Epoxidharz drüber, damit das nachher abwaschbar ist und sich hier in die Rillen nichts reinsetzen kann, wenn man was umkippt. Und dafür mache ich hier rundherum jetzt erstmal eine Klebeband. Ich habe hier so ein Kreppband genommen, normaler Krepp. Mal gucken, ob es geht. Ist für mich auch das erste Mal. Aber man lernt, man kann so alt werden wie eine Kuh, man lernt immer noch dazu. Ne? So, und weil es ja hier durchgebogen ist, mache ich hier erstmal ein paar Leisten drunter. Die Leisten habe ich einfach nur mit Zwingen festgemacht. Und weil da seitlich nachher noch etwas über ist und die Zwingen nicht unbedingt mit dem Epoxy festkleben sollen, habe ich von oben auch noch kleine Leisten untergelegt. Damit ich nachher hier in der Werkstatt noch weiterarbeiten kann, habe ich das Ganze in einen Nebenraum gebracht. Also 70 Gramm. Da ich keine Ahnung hatte, wie viel Harz man da wo braucht, bin ich erstmal mit einer kleinen Menge angefangen, nämlich gut 100 Gramm, also 70 Gramm Harz und 35 Gramm Härte. Das Zurückgießen eben waren da sicherlich auch noch 2 Gramm mehr drin. Ob das jetzt ausreicht, weiß ich nicht, werden wir sehen. Sonst mische ich noch mal was an. Gründlich rühren, bis in die äußersten Ecken. Und weil ich hier noch gleich weiter sägen will, gehe ich damit in den Nebenraum und da nehme ich euch jetzt mal mit hin. So.
überall schön sehen, dass das Klebeband hochsteht und auch gut angedrückt ist. Und damit keine Sauerei entsteht unten, habe ich das alles mit Pappe ausgelegt. Das hätte mir natürlich auch eher einfallen können. Das ganze Ding muss natürlich schön waagerecht liegen. Naja, aber es war noch nicht zu spät. Wie gut man das hier erkennen kann, aber wenn es am Ende so bleibt, wie es jetzt ist, gefällt mir das ganz gut. Und dass ich den Boden mit Pappe ausgelegt habe, kann man auch schon sehen, dass das nicht umsonst war. Da läuft also irgendwo in der Mitte was durch, da habe ich also garantiert nichts gemacht. Ist also irgendwie im Holz eine durchgängig da unten, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. So, und jetzt gehe ich wieder in die Werkstatt und mache den Rahmen. Dafür habe ich mir vier Leisten zugeschnitten, die auf Gärung gesägt wurden. Und dabei kam es allerdings jetzt mal nicht auf das Außenmaß an, sondern auf das Innenmaß, denn die sollten ja genau für die Hocker passen. So, am nächsten Tag, ich habe das Brett wieder hier in die Werkstatt geholt. Da hätte vielleicht noch 50 Gramm Harz mehr drauf gekonnt. An einigen Stellen fühlt man so die, ja, kann man noch ein bisschen aus Holz fühlen, man glaubt man zumindest. Aber ich glaube, das rechtfertigt nicht, dass ich da jetzt nochmal wieder was drüber gieße. Denn dann werde ich voraussichtlich mehr mit kaputtbaren Geheile. Ich drehe das Ganze jetzt um, lackiere das von der anderen Seite, weil auf einer Seite gegen Feuchtigkeit abgesperrt, auf der anderen Seite offen, ist nicht gut, da wird sich das Brett nachher ziehen. Also umdrehen und lackieren. Von unten sieht es jetzt so aus. Da ist wohl etwas Harz durchgeschlagen. Ich werde es ganz kurz überschleifen, aber da werde ich nicht viel draus machen, weil es ist von unten und ja, sieht wahrscheinlich kein Mensch. Aber hier sind etwas dickere Harzpickel drauf, wo die großen Blätter sind. Und deswegen schleife ich es nochmal kurz. Ja,
Jetzt kann ich auch die endgültige Stärke der Bretter nehmen und die Nut in meine Seitenbretter einfräsen. Da ich keinen 17er Fräse habe, mache ich das auf der Tischkreissäge. Die Nut beginnt etwa 2,5-3 cm von der Unterkante, damit nachher das Tablett auf dem Hocker einen festen Halt hat. Alle Leisten sind jetzt genutet, jetzt muss es nur noch etwas versäubert werden. An den kurzen Seitenteilen werden noch jeweils ein großer Radius ausgeschnitten, wo später die Griffe hinkommen. Und weil man die Innenseiten später nur von Hand schleifen kann, habe ich das jetzt schon mal am Bandschleifer gemacht. Damit ich das genaue Maß für die Bodenplatte nehmen konnte, habe ich die Rahmenteile erst schon mal so zusammengelegt. Bevor ich dann alles zusammengeleimt habe, habe ich noch die Griffmulden ausgeschliffen und an den Oberkanten einen Radius angefräst. Ja, alle Vorbereitungen sind getroffen, dann wollen wir das mal zusammenleimen. Und trocknen lassen. So, zum Tragen wollte ich da eigentlich ein Stück Handseil dran machen an jeder Seite. Aber da ich mal wieder nichts habe und ja, so ein Packband oder wie heißt das? Paketband, werde ich mir dann jetzt einfach eine Kordel rausdrehen. Der Leim war jetzt so weit abgebunden, dass ich die Verspannung wieder abnehmen konnte und anschließend das ganze Teil am Bandschleifer von außen schleifen. Damit das Holz nicht auseinanderreißt, wenn ich die Löcher für die Handgriffe bohre, habe ich da von außen eine Zwinge drüber gesetzt. Das Ausreißen oder Platzen könnte bei diesem weichen Holz schnell passieren.
Mit Hilfe eines Schraubenziehers habe ich dann die Enden der Kurbel möglichst tief in die Löcher hineingestopft. Und anschließend die Löcher mit Heißkleber verfüllt, so viel wie reinging. So, zur Sicherheit mache ich hier durch diesen Kleberfropf noch eine Nadel durch. Weil auf so einem Tablett natürlich auch mal ein Glas oder eine Tasse umfallen kann und das Ganze abwaschbar sein muss, habe ich dann das Ganze viermal lackiert mit einem matten Lack. Öl oder Wachs wäre dafür wahrscheinlich nicht so gut gewesen. Zwischen jedem der Lackiervorgänge wurde das Ganze natürlich nochmal von Hand geschliffen. Und weil mir diese hochglänzende Epoxy-Oberfläche nicht so gut gefällt, habe ich die auch mit dem Mattlack überlackiert. Ja, ihr Lieben, das ist das Ergebnis. Ich denke, das kann sich sehen lassen und wird sicher auch im Garten, wo ich sie gemacht habe, rege Anwendung finden. Ich zeige euch nachher noch mal ein paar Bilder, wie es genau gedacht ist, wofür. Und wenn ich euch neugierig gemacht habe und ihr wollt selber mal sowas machen, dann ist natürlich die Voraussetzung, dass ihr so einen Trafo, so einen Hochspannungstrafo habt. Und wie ihr den selber dafür herrichtet, zeige ich euch im nächsten Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, die Arbeit hat euch gefallen. Und in dem Sinne, alles Gute und gut kommen.